Technik und Elektronik heißt es jetzt wieder hier bei Pearl TV. Und wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mit einem ganz wichtigen Thema, und zwar Signalverstärkung. Da geht es nicht nur um das typische WLAN-Signal, sondern auch zum Beispiel, was mache ich, wenn ich keinen Handyempfang habe? Das zeigen wir Ihnen jetzt, was es da für Möglichkeiten gibt. Hallo Kai. Ganz genau, hallo Kathi. Wir kümmern uns jetzt tatsächlich mal um das Thema, wenn das Netz nicht weit genug reicht. Und da gibt es für mich das beste Beispiel. Ich gehe in den Keller mit meinem Handy, warte auf einen Anruf und kriege ihn nicht mit, denn der Anruf kommt gar nicht mehr durchs Netz, weil im Keller kein Netz vorhanden ist. Was mache ich denn da? Ich muss in den Keller, kann also nicht oben im Haus warten. Da gibt es was von Callstell. Und das ist ein ganz interessantes technisches Gerät, nämlich ein sogenannter Netzerweiterer. Mhm. Ganz wichtig ist, Sie müssen bitte bei Ihrem Netzbetreiber anfragen, ob der das in Ordnung findet. Denn normalerweise hat der Netzbetreiber die Rechte auf das Netz. Funktionieren tut das aber wie folgt. Ich habe einen Sender und einen Empfänger, die Antenne, wie Sie es jetzt hier auch wunderschön in der Animation sehen, die wird außen am Gebäude festgemacht, dann mit einem Kabel an den Empfänger ins Haus durchgeführt. Der verstärkt das Signal und deckt mir knapp 200 Quadratmeter Fläche ab. Also mein Netz wird im Haus massiv verstärkt. Das bedeutet jetzt zum Beispiel bei mir in der Wohnung, da habe ich ja auch das Problem, da meine Wohnung unten auch so ein bisschen souterrainmäßig liegt, dass ich da keinen Handyempfang habe. Also ich weiß ja jetzt auch nicht, was haben wir hier, D-Netz hast du gesagt. Hier ist ein spezielles erstmal für D-Netz und wir zeigen Ihnen auch gleich mal alle D-Netz-Anbieter. Hier erstmal der Film mit der Installation, die ist nämlich kinderleicht. Das heißt also ungefähr genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt ja, an einem kleinen Lautsprecher mit einem großen Wechsel, damit ich besser Musik hören kann. Genauso ist es hier auch. Das heißt, das Signal, was normalerweise dann nicht mehr durch Wände durchkommt, das hole ich mir eben mit einem eigenen Signalverstärker ins Haus rein. Ja. Und dann habe ich eben perfekten Empfang zu Hause. Wir zeigen Ihnen mal im Überblick, welche D-Netz-Anbieter hier alle komplett mit drin sind, damit Sie auch wissen, das ist nicht nur D1, sondern auch D2. Das ist die Antenne, die außen steht. Und die empfängt das Netz draußen, da ist es auch immer am besten. Und dann wird es weitergeleitet nach innen rein ins Haus. Ja. Ja, bei mir ist es auch so, weil wenn ich auf die Terrasse gehe, ich habe eine relativ große Terrasse, da habe ich Handyempfang, da kann ich telefonieren. Wenn ich dann zu mir in die Wohnung reingehe, habe ich keinen Handyempfang mehr, weil das scheinbar sehr, sehr gut isoliert ist, das Haus irgendwie. Vor allem auch die Gewände, wahrscheinlich, da du ja auch Souterrain hast, ist natürlich da auch Spannbeton, das heißt, da ist Stahl mit drin, der arbeitet wie ein faradayischer Käfig, das heißt, das ist abgeschirmt, insofern kommt da nichts mehr durch. Das ist jetzt zum Beispiel, welches Netz haben Sie? 1 und 1, da sind alle dabei, klar, mobil, das sind alle D-Netze für D1 und in D2 in Deutschland, mit denen das funktioniert, mit denen ich dann meine Reichweite erweitern kann. Und genau für dich wäre das auch eine super Sache, denn du holst dir das Top-Draußen-Netz sozusagen auch als Top-Drinnen-Netz. Und ich habe jetzt als Anbieter zum Beispiel Vodafone, das ist auch mit auf der D-Netz-Liste hier drauf. Das heißt, ich müsste mir jetzt so einen Verstärker holen, müsste einmal beim Anbieter nachfragen, ob das okay ist, dass ich das benutze und kann dann das so installieren, dass ich mir einfach eine von diesen Antennen, das ist glaube ich die größere, die geht nach draußen, dann habe ich das Kabel, kann das toll reinlegen wirklich und dann habe ich diese Antenne drin und habe dann auch in meiner Wohnung tollen Handyempfang. So, das geht natürlich jetzt zum Beispiel auch für große Bürogebäude, wo vielleicht das Handynetz nicht so toll ist. Das ist speziell auch für große Wohneinheiten eine sehr interessante Sache. Denn gerade in größeren Wohneinheiten, so mit 20, 40 Wohnungen, wird sehr viel mit Stahlbeton gearbeitet. Das heißt, die Wände sind fast undurchlässig für Netz. Ich bin im Schlafzimmer, ich habe keinen Empfang. In der Küche am Fenster, ja, im Wohnzimmer auch schon wieder nicht. Und deswegen ist so ein D1- und D2-Netzverstärker eine ganz tolle Sache. Vor allem kriegen Sie den bei uns für ganz kleines Geld. Ja, 161,41 € ist der Preis und das ist wirklich super für so einen Verstärker. Die kosten an anderer Stelle wirklich sehr, sehr viel mehr Geld. Über 200 € auf jeden Fall. Ja. Deshalb 161,41 € hier ein Top-TV-Sonderpreis für Sie. Und es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ich habe schon in vielen Situationen erlebt, du hast die Situation mit dem Keller angesprochen, weil viele haben natürlich auch im Keller vielleicht nochmal ein kleines Büro eingerichtet oder einen Gäste
Wohnzimmer. Und das ist dann ärgerlich, wenn man dann da halt keinen Empfang hat. Oder häufig auch bei Neubauten. Ich weiß, bei einer Freundin von mir, die wohnen weiter auf dem Land, haben da gebaut, haben einen tollen Neubau. Der ist wirklich wunderschön. Draußen hat man Handyempfang. Mhm. Sobald man dann in diesen Neubau reingeht, wird es schon etwas schwächer. Und dann musst du wirklich am Fenster, hast du vielleicht, wenn du Glück hast, noch einen einzigen Strich. Sobald du die Rollos runterlässt, ist es dann ganz vorbei. Komplett Feierabend. Ja, das heißt also wirklich, das Haus wird dann eigentlich abgeschirmt von dem, was es innen drin auch braucht. Und der Trend geht ja immer mehr dahin, dass man keinen Festnetzanschluss mehr mit einem normalen Telefon nutzt, sondern mit dem Smartphone einfach telefoniert, WhatsApp schickt, SMS verschickt. Ja. Insofern ist natürlich das auch die weit probatere Lösung, mit einem Handy ständig erreichbar zu sein. Dadurch, dass es heute diese Allnet-Verträge gibt, ist es ja auch egal, in welches Netz ich telefoniere, aber das Netz muss zu Hause funktionieren, damit ich erreichbar bin. Wenn Sie jetzt sagen, für D1 und D2 ist das eine tolle Sache, bitte nochmal bei Ihrem speziellen Anbieter anfragen, sich das okay holen, dann von Callstell unseren Repeater für D1 und D2 Netze, 200 Quadratmeter Abdeckung, das finde ich irre. Ja, das ist wirklich toll. Also da habe ich dann, egal wie groß mein Haus ist, meine Wohnung, bin ich dann total auf der sicheren Seite. Alles wird abgedeckt und ich habe tollen Handyempfang und mir kann kein Anruf mehr entgehen. Hier sehen wir nochmal die Auswahl an Anbietern im D-Netz. Egal, was Sie jetzt haben, schauen Sie einfach mal nach, ob Ihr Anbieter ein D-Netz-Anbieter ist. Hier sehen wir es nochmal 1&1, Kongstar, Klarmobil, die Telekom, Vodafone. Das sind alles D-Netz-Anbieter und die haben wir hier. Was ist denn jetzt aber, wenn ich einen anderen Anbieter habe, einen E-Netz-Anbieter? Das heißt, du bist ein E-Plus-Jünger sozusagen. Mhm. Ja. Die arbeiten ja auf einer anderen Frequenz, takten auch anders. Da haben wir genau das gleiche Modell für Sie als E-Netz-Repeater. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, denn E-Netz ist auch weit verbreitet in Deutschland. Ja. Früher hat man gesagt, das ist günstiger, weil es eben auch in einer niedrigeren Frequenz arbeitet. Aber auch genau da stehen Sie auf dem Schlauch. Denn wenn Sie wieder im Keller stehen und haben keinen Empfang, dann werden Sie an unsere Sendung denken, wenn Sie jetzt nicht zugeschlagen haben. Auch hier für weit unter 200 Euro, nämlich 189,91 Euro. Das gleiche Spiel, bloß fürs E-Netz. Und das funktioniert im Endeffekt genauso wie das, was wir eben gesehen haben. Wir haben hier auch eine Außenantenne und dann ein Kabel, was ich damit verbinde, was ich dann ins Haus hineinführe und habe dann hier dieses Zwischenstück, was dazwischen kommt, habe dann hier die Innenantenne. Die sind auch toll, also die kann man überall aufstellen, die sind ja auch relativ dezent. Ja. Wir sehen es hier weiß, ganz, ganz schmal von der Seite. Die fällt nirgendwo auf, die kann man auch einfach hinstellen. Man kann die sogar an die Wand montieren. Schauen Sie mal hier unten, da sind so kleine Löchlein drin. Das heißt, ich kann die auch irgendwo oben ganz dezent an die Decke montieren. Das wäre auch kein Problem, wenn ich es nicht aufstellen möchte. Und dann habe ich hier auch ein verstärktes E-Netz. Vielleicht schauen wir direkt nochmal auf die Grafik, welche Anbieter alle zu diesem E-Netz gehören, damit auch Sie nochmal gucken können, wenn Sie jetzt nicht klassisch E-Plus haben, sondern hier vielleicht Base. Das gehört auch mit zum E-Netz. Mhm. Oder Lidl. Oder was haben wir noch? Hello Mobile. Phonic zum Beispiel. Das sind alles hier diese klassischen. Discotel kenne ich auch nicht. Disco Plus. Da kommt doch wahrscheinlich dann noch so ein Foxtrot mit dazu, ne? O2 ist auch, haben auch viele. Ja. Das ist auch ein E-Netz-Anbieter. Also wenn Sie Ihr E-Netz dann verstärken wollen, wenn Sie es zu diesen, Klarmobil kennen, glaube ich, auch viele, wenn Sie halt zu diesen E-Netz-Anbietern dann gehören quasi. Wie gesagt, einmal bitte nachfragen beim Anbieter, ob das okay ist, dass Sie das installieren. Und dann können Sie das machen, können da Ihr Signal toll verstärken. Hier sehen wir noch mal einmal die Installation. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Ne? Ja klar, ich muss eigentlich nur ein Kabel von außen nach innen einführen, die Antenne draußen montieren und drinnen auch dann da aufstellen. Am besten so irgendwo zentral im Haus aufstellen, damit die Reichweite auch wirklich nach oben und unten abdeckt. Perfekt. Sie haben es gerade gesehen, vorher am Smartphone ein, zwei von den Balken. Jetzt kommt noch das Netzkabel dran, damit natürlich auch die Sendereinheit läuft, dann wird es mit der Innenantenne verbunden und jetzt werden Sie gleich mal sehen, was auf dem Display dann erscheint. Das ist nämlich ganz interessant. Voller Ausschlag und genau so soll es sein. Ich weiß noch, vor 20 Jahren gab es die Diskussion, ich habe also die Anfänge des ersten D2-Netzes, nämlich damals hieß das noch Mannesmann, habe ich noch miterlebt. Und da war es damals wirklich ein Drama, überall erreichbar zu sein. Die Anbieter sagen zwar alle flächendeckend in Deutschland, aber es gibt halt flächendeckend tatsächlich doch nicht, denn es gibt Keller, es gibt Dachgeschosse, es gibt zum Beispiel so klassische Wellblechhallen, wo das auch sehr stark abschirmt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Unternehmen haben, eine kleine Firma mit einer großen Halle, wo einfach auch eine Abdeckung da sein soll, speziell für E- oder D-Netz, sind diese Geräte natürlich ideal, denn damit habe ich wirklich bis zu 200 Quadratmeter von außen nach innen auch abgedeckt.
Also schon sehr, sehr sinnvoll. Ja, und das ist ja auch von Region zu Region, glaube ich, unterschiedlich. Also ja, gerade hier in der Region, wo wir sind, habe ich das Gefühl, dass Vodafone da, also das ist ja ein D-Netz-Anbieter, dann nicht so gut performt. Da ist es häufiger, dass ich wirklich keinen Empfang habe oder sehr, sehr schlechten Empfang. Das scheint dann wirklich regional auch Unterschiede zu geben. Also falls Sie dann wirklich ja, das Leiden haben, dass Sie in einer Region wohnen, wo Ihr Anbieter dann nicht so stark scheinbar vertreten ist und wo das Netz etwas schwach ist, dann können Sie natürlich hier auf diese tollen Lösungen, auf diese Signalverstärker umsteigen. Na klar, und das eben auch noch ganz praktisch, denn wir schicken es Ihnen gleich nach Hause. In spätestens 3 Tagen ist das da. Und für 189,91 Euro haben Sie jetzt dann beste Empfangsbedingungen, was das Telefonieren betrifft, zu Hause. Ich finde das wirklich schön, dass es solche Geräte gibt. Nochmal, bitte fragen Sie bei Ihrem Anbieter nach, ob sie das dürfen, denn es wäre sozusagen eine Erweiterung des Netzes vom Anbieter, also muss ich mir das rechtlich nochmal abklären lassen. So ist die Installation, Außenantenne, Verstärker, Innen plus die Innenantenne, die dann eben auch bis zu 200 Quadratmetern die kompletten D- und E-Netz-Signale verteilt. Hier speziell nochmal fürs E-Netz die Anbieter, wie gesagt, Tchibo, Phonik, HelloMail, Simply, Klarmobil, O2, ich habe übrigens auch E-Netz hier unten. Und bin super zufrieden, witzigerweise. Obwohl er ja sagte, mit dem E-Netz kommst du in Baden-Württemberg nicht weit. Ich habe den besten Empfang überhaupt. Je nachdem. HZ2232 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren E-Netz-Repeater. Jetzt kommen wir aber zu was ganz Wichtigen. Ja. Jeder, der WhatsApp nutzt, der braucht in seinem Handy 3G. 3G brauchst du, glaube ich, auch immer dann, wenn du irgendwelche Bilder oder Videos empfangen möchtest. Ne? E-Mails abrufen. Also ich merke das immer, wenn ich dann, ich habe ja immer dann nur ein E oben. Und wenn mir dann jemand ein Bild schickt oder ein Video, auch über WhatsApp zum Beispiel. Was oder ich 2 Tage später, wie dieses Bild aussieht. Das wird nicht geladen, das rotiert immer. Ich sehe da nur dieses kleine Rad und das läuft und läuft. Und das Bild kommt nicht an und dann kommen immer die Nachrichten dann ab und zu mal so gehackt durch. Was denkst du denn und wie findest du das Bild denn? Und ich sage, ich kann das Bild leider nicht öffnen. Ich habe es noch nicht gefunden, 3G. Das ist noch nicht da. Genau darum geht's. Sehr viele Programme heute auf den klassischen Smartphones arbeiten eben mit der 3G-Unterstützung. Das heißt, da sind Daten wesentlich schneller zu übertragen, also 3G UMTS. Und auch dafür haben wir einen Repeater, das ist nämlich eine ganz gute Sache, wenn ich sehr viel WhatsApp schreibe, wenn ich sehr viel Programme habe, die über 3G-Informationen ziehen, dann haben wir zum Beispiel da genau das gleiche Problem. Du hast es ja gerade gesagt, Empfang so schlecht, dass ich effektiv nur das E habe oder sogar nur GPS, dann geht es noch langsamer. Ja. Hier auch wieder mit bis zu 200 Quadratmeter Flächenabdeckung dann die Möglichkeit, ein 3G-UMTS-Signal so stabil in der Wohnung zu haben, dass es überall funktioniert und dass ich eben nicht 2 Tage auf mein Foto warte. Und das haben wir hier im Angebot für Sie für 218,91 Euro. Dann haben Sie immer wirklich den besten Empfang. Das funktioniert jetzt egal, ob D oder E-Netz. Egal, ob D oder E-Netz, unterstützt beide Netze. Das ist eine sehr tolle Sache. Und für Sie wirklich die praktikable Lösung, wenn es Sie schon länger nervt zu Hause. Ich komme nochmal auf große Wohnblöcke zu sprechen. Ich komme auf eine Kellersituation zu sprechen. Alles das sind die Probleme, die ich dann in Sekundenschnelle beheben kann. Und 200 Quadratmeter Flächenabdeckung ist riesig viel. Das heißt, ein komplettes Einfamilienhaus, eine große oder auch eine kleine Wohnung. Je kleiner die Wohnung, desto besser natürlich der Empfang, weil sich das alles auf wesentlich weniger Fläche verteilen kann. Aber bis 200 Quadratmeter haben Sie perfekten 3G-UMTS-Empfang zu Hause. Es gibt da wirklich, ich komme ja aus Hannover und habe lange Zeit in Hamburg gewohnt. Und zwischen Hannover und Hamburg ist ja die Heide. Und in dieser Region, da haben sich die Anbieter auch, da sind die auch nicht richtig vertreten. Und da hat man überhaupt keinen Empfang. Da ist auch wirklich, wenn du eh hast, bist du glücklich. Ja. Das sage ich dir. Also da ist nichts mit 3G oder UMTS oder sonst irgendwas. Das kannst du total vergessen. Deshalb ist da wahrscheinlich, wenn man in diesen Regionen wohnt, dann sollte man sich so einen auf jeden Fall zulegen. Der ist da so sinnvoll und dringend benötigt. Also ich zahle ja sowieso schon jeden Monat mein Geld für den Tarif. Und wenn der Tarif jetzt einfach nicht so gut funktioniert, na, dann hole ich mir eben Unterstützung von außen. Mit Callstell können Sie gar nichts falsch machen, denn das ist einer der Anbieter, der Top-Marken, die wir im Programm haben, die gerade solche technischen Lösungen für kleines Geld bieten. 218,41 Euro ist ein wirklich ganz toller Preis. Sollten Sie jetzt zum Beispiel in einer 3-4-Familieneinheit irgendwo wohnen, können Sie natürlich auch zusammenlegen. Und
Hier sehen Sie es, welches Netz haben Sie. Alles das wird hier eben über 3G und S, also D- und E-Netze, komplett unterstützt. Hier haben wir jetzt einmal die D, jetzt die E-Netze. Dann wissen Sie ganz genau, ab sofort kann ich WhatsApp auch von unterm Dach oder aus dem tiefsten Keller schreiben und ich habe trotzdem perfekten Empfang. Das ist wirklich eine tolle Sache. Also das ist wirklich mal eine gute Lösung und auch hier die Installation sehr, sehr einfach, wie bei den Produkten, die wir uns eben angeschaut haben. Wir haben auch hier eine große Antenne, die kommt dann nach draußen, die wird draußen installiert, die wird dann über das Kabel nach drinnen verbunden. Dann haben wir hier diesen Empfänger, der dazwischen gepackt wird. Hier die andere Antenne nach drinnen, auch diese kann man wieder toll, wir sehen es hier unten, da sind diese kleinen Löchlein drin. Die kann ich auch an der Wand montieren dann, wenn ich möchte, irgendwo vielleicht im Flurbereich oder sowas, relativ mittig von der Wohnung, genau, du hast es angesprochen, zentral am besten, kann das auch toll montieren. Auch den Außen kann ich, glaube ich, dann auch, wenn ich möchte, natürlich an die Wand oder an den Balken oder so montieren, dass der noch besseren Empfang bekommt, wenn ich ihn nicht einfach irgendwo hinstellen möchte. Also nochmal, der 3G-UMTS-Empfänger, den kriegen Sie für 218,41 Euro unter der Bestellnummer HZ2277 und die 569. Und bitte nicht vergessen, wir können das nicht oft genug sagen, beim Anbieter kurz das Okay holen, dass Sie diesen Reichweitenverlänger bei sich zu Hause auch installieren können. Denn lieber vorher fragen und das Okay holen, als nachher Ärger kriegen, das wollen wir nicht. Denn normalerweise ist es ja so, dass der Netzbetreiber sagt, das Netz gehört uns. Aber das ist wirklich eine sinnvolle Sache. Jetzt kommt natürlich noch hinzu bei 3G UMTS, dass man Daten natürlich sehr schnell übertragen kann. Wir haben das ja gerade angesprochen, Bilder, all diese Dinge. Wenn man E-Mails übers Handy abrufen will, wenn man tatsächlich irgendwo vielleicht ein Dienstleister ist, ich weiß nicht, ein Friseur, sonst irgendwas, wo auch der Empfang schlecht ist, wo ich meinen Kunden diesen Service bieten kann, zu sagen, guck mal, 3G UMTS funktioniert bei mir absolut perfekt. In Innenstadtbereichen, auf dem Land, so wie es du gerade gesagt hast. Alles das ist hier optional möglich. 218,41 Euro ist wirklich ein fairer Preis, kostet normalerweise vom Hersteller empfohlen knapp 330 Euro. Auch das finde ich noch völlig in Ordnung, denn Sie können gerne mal bei einem Anbieter anfragen, was die dafür verlangen. Da kann man es teilweise nur mieten. Und das sind dann schon 30, 40 Euro allein im Monat. Dann bin ich 24 Monate gebunden. Rechnen Sie sich das mal hoch, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ganz wichtig, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir wohnen wirklich in the middle of nowhere. Wir wohnen auf dem Land. Wir brauchen also, um das Signal richtig zu verstärken, auch eine große Antenne. Und dann haben wir jetzt von Callstell eine ganz spezielle Outdoor-Hochleistungsantenne für Sie. Für 3G-GSM-Repeater. Und genau da ist sie, weil damit kann ich das Signal, was draußen auch noch nicht mehr so gut ist, dann auch wirklich nochmal aufpäppeln und nach drinnen verstärken. Also das kombiniere ich dann quasi mit diesem Repeater. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Haifischflosse hier. Da ist das Kabel. Hat auch den Spitznamen Sharky. Und die, du bist so einer, die wird dann einfach draußen installiert, hier unten oder was? Ja, an diesem Schrauben. Die einfach festmachen und dann habe ich den riesen Vorteil, dass ich hier dann eben perfekt meinen Empfang kriege. Die Installation ist so einfach, ob auf dem Geländer draußen, an der Hausmauer, völlig egal. Es sind zwei Schraubgewinde unten mit drin. Sie können den Bügel, den Halter natürlich jederzeit auch an die Wand dübeln, an Holzschrauben, an eine Fassade, überhaupt kein Problem. Und diese Antenne verstärkt eben nochmal massiv das Signal, was eben draußen schon gegeben ist. Das dann eben an unseren D- oder E-Netz-Repeater anschließen. Und schon ist auch in empfangsschwächsten Bereichen zu Hause das Netz perfekt abgedeckt. Die ist auch relativ leicht. Also ja, die kann ich überall dran befestigen. Ne? Also ich war jetzt erstaunt. Das ist cool, ne? Könnte man fast jetzt der weiße Hai 5 drehen. Das ist so schön. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Ganz, ganz erleicht. Also ich bin erstaunt, dass die so leicht ist. Wow. Ja, ist gut so. Denn dann habe ich auch kein Problem bei einer Montage. Es gibt ja auch sehr viele schwere Antennen. Wenn ich die anschraube und alleine bin, da stehe ich dann echt schnell auf dem Schlauch. Hier sehen Sie unten die beiden Gewinde plus die ist wirklich sehr leicht. Natürlich den Anschluss. Und diese Antenne kriegen Sie für 28,41 Euro. Also gerade wenn ich jetzt auf dem Land wohne, diese Region zwischen Hamburg und Hannover, die Heide, wir haben sie angesprochen, eine ganz gefährliche Region, was die Netzabdeckung angeht, da würde ich dann am besten wahrscheinlich so eine Antenne installieren außen, um das Ganze nochmal zu verstärken, richtig? So ist es, genau so funktioniert es und deswegen sollten Sie sich die gleich dazu bestellen, wenn Sie irgendwo auch in der Heide oder in einem anderen etwas problematischen Gebiet wohnen, die HZ2400.
und die 569 ist hier die Bestellnummer. Und damit ist das schwächste Signal auch draußen ganz schnell aufgepäppelt und dann funktioniert es drinnen auch perfekt. Installation genau das gleiche, wie wir es Ihnen gezeigt haben. An den Empfänger anschließen, der Empfänger kommt ans Netz und die Innenantenne wird zentral irgendwo in der Wohnung oder im Haus aufgestellt. Und dann hat man den absolut perfekten Empfang. Und auch für kleines Geld wirklich dann hier 28,41 Euro. Die Bestellnummer nenne ich Ihnen gerne nochmal. Das ist hier die HZ2400 und die 569. Rufen Sie da gerne direkt die Kollegen im Callcenter an, wenn Sie bestellen wollen. Ich nenne Ihnen auch hier gerne nochmal die Telefonnummer, falls Sie die nicht schon notiert haben. Das ist die 0180 51 51 3x die 2. Alle Informationen können Sie natürlich auch gerne immer nachlesen im Internet unter www.pearl.tv. Auch dort können Sie gerne online bestellen. Falls die Telefonnummer überlastet sein sollten und Sie eine lange Wartezeit haben, dann wie gesagt auch gerne aufs Internet ausweichen. Und mit unseren Sachen hat man dann auch guten Internetempfang, um da wirklich auch zu bestellen. Ja, absolut. Wenn Sie auch da Schwierigkeiten haben. So, jetzt kommen wir gerade zu dem Thema, was du gar im letzten Satz gesagt hast, nämlich zum Internet. Es gibt da draußen auf dem Markt wahnsinnig viel WLAN-Router. Das sind diese kleinen Kästchen, die normalerweise neben Ihrer Telefondose installiert werden, damit Sie überhaupt Internet zu Hause empfangen können. Die gibt es da von Fritzbox über, hast du nicht gesehen, Telekom, die ganzen Bonner-Dinger da. Aber die haben alle ein Problem, die sind ganz schön langsam. Wir haben jetzt einen Dualband-WLAN-Router, der sogar 4 Antennen hat, damit ich zu Hause wirklich perfekten Empfang generieren kann. Und darf das ich das mit mal anfassen? Zu, ja klar, ja. 1200 das Kabel, ne? Mbit pro Sekunde. Sie müssen sich mal diese Massen an Daten vorstellen, die da durchgejagt werden. Das ist ja von 7Links, also von wirklich 7Links. Von einem Markenanbieter hier dieses Gerät. Toll. Und das hier sind diese kleinen Antennen. Die klappe ich dann aus. Ja. Ich mach kannst das du hier sogar mal. Noch drehen? Kannst du einstellen, wie du es willst? Ach, ich kann die drehen. Schauen Sie mal, ich kann die drehen. Das heißt also, man könnte zum Beispiel jetzt auch meistens ist ja der Telefonanschluss irgendwo zentral im Haus, Eingangsbereich, Wohnzimmer. Kann ich den zum Beispiel auch wirklich so aufstellen, dass ich die Antennen eben in alle 4 Richtungen des Hauses sende und habe dann eben überragenden Empfang als Dualband. Und das Schöne ist, dass ich zeige Ihnen mal was. Hier hinten sind diese ganzen Anschlüsse. 1200 Mbit Geschwindigkeit habe pro Sekunde. Und das ist echt eine ganze Menge. Schauen Sie sich das mal an. Sieht aus wie so ein kleines Raumschiff. Ja. Hier sind diese ganzen Anschlüsse. Hier kann ich dann die ganzen Kabel reinstecken. Genau, das sind die LAN-Anschlüsse. Wenn ich jetzt also fest installiert noch Geräte habe, ein PC zum Beispiel, der noch kein WLAN hat, kann ich hier eben noch andere Geräte anschließen. Netzwerkverbindung ist das Thema. Eine Festplatte, irgendwelche Netzwerkplayer. Alles das kann ich hier wirklich komplett mit verbinden. 4 Plätze sind da. Das heißt also, 4 Endgeräte können Sie per LAN-Kabel noch anschließen. WLAN müssen Sie ja nicht anschließen, ist ja kabellos. Und hier vorne wird mir das auch alles mit so kleinen Lämpchen dann wahrscheinlich angezeigt, wenn ich den anmache. Ne? Genau. Hier sehen wir nochmal, hier sind genau noch so kleine Lämpchen verbaut und da wird auch nochmal genau beschrieben, das ist jetzt sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Hier steht nochmal Power, also wenn das Gerät an ist, geht dann das kleine Lämpchen an. Dann hier LAN, das wird hier alles angezeigt dann. Toll ist, dass es auf 2 Frequenzen läuft, nämlich 2,4 und 5 GHz. 5 GHz, die neue oder das neue Niveau, was noch schneller geht. Und den tauschen Sie ganz einfach mit Ihrem alten Repeater aus. Konfigurationssoftware ist dabei, geht ganz easy, 66,41 Euro. Und nochmal, Dualband, 2,4 und 5 GHz. Taktung, das heißt also auch für die heutigen Gerätegenerationen, die wesentlich schneller sind mit 5 GHz. Überhaupt kein Problem, bis zu 1200 Mbit in der Sekunde. Und ich zahle auch überall anders gerne 80, 90, 100 Euro für einen Router. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Router habe, aber das Signal zu schwach ist, dann brauche ich hier auch wieder einen sogenannten Repeater, ja, richtig? Genau. Also einen Verstärker. Also das könnte ich jetzt entweder machen, dass ich sage, okay, ich ziehe jetzt irgendwie Kabel. Mhm. Ja, oder, und das ist eine ganz tolle Sache von 7Links, ich nutze mein Stromnetz zu Hause und jetzt wird es hochinteressant. Moment, also jetzt mal erst beim Normalen, Entschuldigung. Das ist eine ganz tolle Sache, den stecken Sie nämlich einfach in die Steckdose und damit können Sie dann in jedem Raum, wo Sie Ihr Netz erweitern wollen, den Kollegen einstecken und Sie haben sogar noch einen sogenannten Access Point, also einen Zugriffspunkt, wenn zum Beispiel jetzt Kinderzimmer, ja? Zweiter Stock im Haus, du hast unten im Wohnzimmer dein Internet und bis in den zweiten Stock reicht es nicht. Und vielleicht hast du deinen Kindern einen von unseren wunderschönen kleinen Einstiegs-PCs geschenkt. Mhm. Da gibt es auch noch ein paar, die haben kein WLAN. Da kann ich dann tatsächlich in dieses Gerät vorne noch mit einem LAN-Kabel reingehen und das als Access-Point, also als Zugriffspoint dann nutzen, als Punkt. Und gleichzeitig habe ich hier eben
einfach nur mit in die Steckdose stecken. Mein WLAN zu Hause ganz einfach erweitert. Das haben wir auch zu Hause, so ein Gerät. Das ist super praktisch. Und wir haben es auch von 7Links. Und das ist wirklich toll, weil bei uns auf der einen Seite vom Haus, also wir haben das Arbeitszimmer quasi auf der einen Seite. Und da ist natürlich dann auch sehr starkes WLAN. Und das geht auch dann in die nächste Etage rüber. Aber wenn man dann ins Wohnzimmer geht, was auf der anderen Seite vom Haus ist, da ist dann das Signal wirklich sehr, sehr schwach. Und da hat man dann kein Signal mehr. Und dann haben wir uns nämlich auch für sowas entschieden, um das zu verstärken. Und es funktioniert wirklich einfach. In die Steckdose stecken, verbinden drücken und verdoppelt auf Deutsch gesagt die Reichweite von Ihrem WLAN zu Hause. Wenn Sie also jetzt ein großflächiges Haus haben, vielleicht in einem großen Bürobereich mit dem Problem kämpfen, dass das WLAN nicht ausreicht, Sie können ja 3, 4, 5 von diesen Repeatern hintereinander schalten. Das heißt, ähnlich wie so eine Schnittmenge früher, wie man das kannte von der Mathematik, dass sozusagen dann ein Kreis sich um diesen Repeater bildet. Die Kreise, also die Empfangskreise, schneiden sich dann und so kann ich dann immer weiter natürlich dann mein WLAN erweitern. Das ist übrigens zu allen WLAN-Geräten, Fritzbox und so weiter, kompatibel. Das ist überhaupt kein Problem. Und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist auch mit drin. Platzsparendes Design. Und was ich toll finde, ich brauche kein Netzkabel, sondern ich stecke das einfach in die Steckdose und es läuft. Und für 28,41 Euro ist das ganz wenig Geld für viel Leistung. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ich sage Ihnen hier gerne nochmal die Bestellnummer. Das ist die PX 2707 und die 569. 28,41 Euro hier der Preis. Da kostet das auch an anderer Stelle direkt mal 60, 70, 80 Euro so ein Gerät. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich gerade schon angesprochen hatte. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe tatsächlich nur Geräte, die LAN-fähig sind, wo ich aus dem Kabel reinstecken muss. Und ich möchte gerne im Keller mir ein kleines Büro einrichten, wo ich eine sichere und schnelle Verbindung habe. Kabel legen, durch die Decke bohren und so weiter. Sie kennen das Thema, das Spiel ist, können Sie völlig vergessen, denn wir haben jetzt die Ideallösung dafür. Und zwar ist das ein Netzwerkadapter, den ich einmal als Empfänger und einmal als sozusagen Sender, kann man jetzt schlecht sagen, aber sind also die beiden Teile, die miteinander harmonisieren. Den einen stecke ich da ein, wo ich sozusagen an meinem WLAN-Router bin, dann kriegt der da Saft und vor allem auch die Daten. Und dann in dem Raum, wo ich das nutzen will und auch mit LAN, also mein Gerät anschließen will, stecke ich den zweiten Stecker ein, da unten haben wir den LAN-Stecker. Und dann nutze ich zu Hause mein Stromnetz, das heißt meine Kupferkabel. Das ist so eine pfiffige Lösung, denn ich greife auf bestehende Vernetzung im Haus zurück. Und Sie kennen das ja selber, Sie haben ja normalerweise in jeder Wohnung, in jedem Zimmer Steckdosen. Ja. Also sind die Kabel schon vorverlegt. Ich muss keine Wände mehr aufstemmen, ich muss nicht mehr durchbohren. Ich nutze ganz einfach mein Stromnetz. Und das geht sogar bis zu 300 Meter weit innerhalb eines Stromkreises. Bedeutet also, von Ihrer Hauptsicherung, von der Wohnung weg, in Ihrer kompletten Wohnung läuft das. Irre. Klasse, ne? Das ist wirklich mal cool. Und die Geschwindigkeit, alle Achtung, da geht richtig was durch. Und das Schöne ist, 500 Mbit in der Sekunde ist also noch schneller als klassisches WLAN in vielen Bereichen, vor allem wenn sie bei 2,4 Gigahertz sind. So einfach geht's heute. Ich nutze mein Stromnetz, um meine Internetdaten durchs Haus, durch die Wohnung zu schicken. Und das gibt es hier heute im Zweierset, also diese beiden zusammen, für 61,66 Euro. Ja. Und die harmonieren die ganze Zeit wunderbar miteinander über das Stromnetz, schicken also die Daten hin und her. Das ist ein sogenanntes Pulsen. Ja, und damit kann ich mir in jedem Raum, wo es normalerweise nur mit großem Aufwand möglich wäre, ganz schnell einen LAN-Anschluss holen. Vielleicht haben Sie ja die Frau Mutter oder die Schwiegermutter, Schwiegervater, die Eltern in einer Einliegerwohnung irgendwo auch jetzt. Die ziehen also zu Ihnen, kommen in das Alter, wo man sagt, okay, wir möchten die Eltern wieder zu Hause haben. Und in der Einliegerwohnung habe ich kein Internet liegen. Ja, da hole ich mir doch nicht extra noch einen Anschluss und bohr was. Ich mache das mit so einem Repeater und schon haben die Internet. Mhm. Und wie ist das zum Beispiel, wenn ich einen alten PC habe, der jetzt kein WLAN hat? Genau dafür sind die ideal. Das heißt also, aus der LAN-Buchse, die jeder PC hat, stecke ich da in die eine Dose meinen PC ein. Und genau das ist ja der Hauptgrund auch dafür. Und die andere Dose kommt in die Nähe von unserem WLAN-Repeater, also von dieser Fritzbox oder je nachdem, was es ist. Das schließe ich an und schon habe ich über Stromnetz überall da in dem Zimmer, wie gesagt, eingeschlossener Stromkreis muss es sein, gilt also immer vom Haupt-FI, vom Hauptschalter an Ihrem Sicherungskasten. Und schon nutze ich mein Stromnetz, um tatsächlich überall digital Daten empfangen zu können. Und das für so kleines Geld hier wieder, das Zweierset für 61,66 Euro.
das ist mal ein schönes Produkt hier zum kleinen Preis. Die Bestellnummer, die PX4881 und die 569. Das sind richtig gute Produkte, damit bei Ihnen zu Hause der Empfang klar geht, damit bei Ihnen zu Hause das Internet wunderbar läuft, es keine Sauerei gibt und Ihre Wände nicht auch noch irgendwann Löcher kriegen, die wirklich nicht nötig sind. Gerade hier bei dem System, ich finde das unschlagbar, denn für so kleines Geld habe ich urplötzlich an Orten oder in Räumen Internet, wo alte Rechner stehen, die trotzdem noch gut funktionieren oder wo ich einfach sage, ich brauche nochmal einen LAN-Anschluss. Damit können Sie auch unglaublich gut erweitern. Viel Spaß!